Ja, liebe Selbststädterinnen, liebe Selbststädter, Sie haben jetzt in den nächsten Tagen und Wochen die einmalige Chance, dass Sie Ihr Tante Enso bekommen. Genau wie Geestland das mit drei Filialen demnächst probieren wird, wollen wir alle vom Ortsrat, von der Gemeinde, von der Ortschaft, dass Tante Enso nach Selbststädt kommt. Tante Enso hat ein sehr attraktives Warensortiment, bietet Online-Kauf rund um die Uhr und wir haben die einmalige Chance für Selbststädt, dass wir Postfiliale durch Tante Enso bekommen. Unterstützen Sie Tante Enso. Machen Sie mit, besorgen Sie sich diesen Anteil, der notwendig ist, werden Sie Genossenschaftsmitglied und es ist wichtig für die Zukunft von Selbststädt. Dankeschön. Liebe Selbststädterinnen und Selbststädter, ihr und sie, ihr seid eine richtig starke Truppe. Und diese starke Truppe hat jetzt die Chance, wenn alle zusammenhalten, dass ein Supermarkt in Selbststädt bleibt. Ich würde mich riesig freuen, wenn es klappt. Und ich glaube, es ist eine große Chance. Deswegen unterstütze ich das Projekt Tante Enso. Hallo, liebe Selbststädter und Selbststädterinnen. Tante Enso kommt ins Kuxland. Lintich, Drangstedt, Ilienworth, die haben sich schon dafür entschieden. Und wenn wir wollen, kommt Tante Enso auch nach Selbststädt. Ein Dorfladen, der floriert, wird unser Dorfleben wieder bereichern. Und das Konzept ist super. Wir können rund um die Uhr einkaufen. Artikel, die nicht vorhanden sind, können wir bestellen. Die werden gebracht dann ins Geschäft. Das ist eine einmalige Gelegenheit, auch die sozialen Kontakte wieder aufleben zu lassen im Geschäft. Das war früher doch super, als Küks noch den Laden geführt haben. Und auch die älteren Menschen haben wieder die Gelegenheit, für sich selbst einzukaufen. Und weite Wege fallen weg, das spart Benzin und Energie und schont die Umwelt. All das passt doch zu diesem Konzept ganz super. Also macht alle mit. Ich habe schon meinen Anteil unterschrieben und freue mich, wenn ihr alle das auch tut. Was für eine Chance für Selbststädt. Man muss mal überlegen, wir haben die Möglichkeit, einen Dorfladen zu bekommen, einen echten Tante-Emma-Laden und dazu die modernste Möglichkeit, heutzutage im Einzelhandel einzukaufen. Wir können ohne Auto einkaufen, das heißt zu Fuß mit dem Fahrrad, Benzin sparen natürlich. Wir können rund um die Uhr einkaufen, das ganze Jahr über. Und was toll ist, wir könnten im Grunde ein Wunschkonzert an Artikeln uns leisten. Das heißt, wir wünschen uns etwas im großen Programm von Edeka und bis zum nächsten Tag verspricht man es, es ist da. Und was noch dazu kommt, die heimischen Erzeuger haben die Möglichkeit, bei uns im Laden ihre Produkte zu verkaufen. Was wollen wir mehr? Ja, liebes Selbststädt, bitte ins Boot, ich würde sagen ins Rettungsboot. Ein Lebensmittelgeschäft in Selbststädt, wie die Enso, das Enso-Projekt. Was Besseres kann es für uns nicht mehr geben. Also wir Älteren kennen Möglichkeiten. Ich glaube, wir hatten sechs Lebensmittelhändler bei uns in Selbststädt zu, ja, ist schon einige Jahre her, aber Selbststädt ohne Einkaufsmöglichkeit wäre keine Alternative. Also bitte unterstützt unser Projekt und wie ich es natürlich auch tue, seid dabei. Dankeschön. Tante Enzo ist ein zeitgemäßes Einkaufskonzept, das alle Generationen anspricht. Tante Enzo kann ein Treffpunkt werden für Jung und Alt. Wir entscheiden, welche Waren angeboten werden, ob wir regionale Produkte haben möchten oder ob wir Dinge von weit her bestellen. Das liegt alles in unserer Hand und deshalb finde ich es eine großartige Idee, Tante Enzo nach Selbststädt zu holen, weil wir damit die größtmögliche Flexibilität erreichen können. Liebe Selbststädterinnen und Selbststädter, für mich ist Tante Enso ein modernes Supermarktkonzept, was in die heutige Zeit und in unser Dorf passt. Seien Sie dabei! Liebe Selbststädterinnen und Selbststädter, Mario Bonde hat uns zum 31.05. gekündigt. Daraufhin haben wir uns sehr viel Gedanken gemacht, was es für neue Einkaufsmöglichkeiten in Selbststädt gibt und sind dann fündig geworden. Wir haben uns mit dem Konzept auseinandergesetzt und sind der Meinung, dass es sehr gut ist. Wir brauchen aber eure Unterstützung. Ja, und auch ich würde mich freuen, wenn dieser moderne kleine Supermarkt nach Selbststädt kommen würde. Und es wäre bestimmt eine Bereicherung für den Ort. Wie ich das erste Mal von Tante Enso gehört habe, das war in Sivern, ein Vortrag, wo ich gleich begeistert war und mich mehr informiert habe im Internet und auch mir sogar den Markt in der Nähe von Verden angeschaut habe, bin ich total begeistert. Ich hoffe, dass dieser Markt auch nach Selbststädt kommt, weil das ist wirklich eine Zukunft für Selbststädt. Man hat einmal das Grundsortiment,
im Markt drin. Und zusätzlich kann man noch 15.000 Artikel circa über Internet bestellen, die im Markt geliefert werden. So hat man optimale Einkaufen, wie zum Beispiel in einem ganz normalen großen Supermarkt. Ich würde mich freuen, wenn alle da mitmachen.